Ja, gut. Dann allseits einen schönen guten Tag. Wie gesagt, Christiane Barchfeld. Ich arbeite in der Zentrale des Goethe-Instituts in München und bin dort zuständig für Paschnet. Paschnet ist die Website der Initiative Schulenpartner der Zukunft. Ich möchte Ihnen heute vor allem vorstellen, was für Materialien und Angebote Paschnet für den Deutsch als Fremdspracheunterricht. Bevor ich das tue, vielleicht ein paar Hintergrundinformationen zur Website. Die Website Paschnet gibt es seit 2009 und sie wird mittlerweile rund 2 Millionen Mal im Monat aufgerufen. Also wird gut genutzt. Das freut uns sehr als die diese Website betreuen. Die Website gehört eben zur Initiative Schulenpartner der Zukunft, kurz PASCH. Diese Initiative gibt es seit 2008. Sie wurde vom damaligen und heutigen Außenminister Steinmeier ins Leben gerufen. Was ist diese PASCH-Initiative? Das PASCH ist eine Initiative des Auswärtigen Amtes in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, dem Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und dem Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz. Das sind die vier Partner, die im Auftrag des Auswärtigen Amtes diese PASCH-Initiative umsetzen. Die PASCH-Initiative vernetzt mittlerweile weltweit rund 1800 Schulen, darunter natürlich auch Schulen in den USA. Zu diesem Netzwerk gehören die deutschen Auslandsschulen und die Schulen, die das deutsche Sprachdiplom DSD anbieten. Diese Schulen werden von der ZFA betreut. Im PASCH-Netzwerk gibt es mittlerweile auch rund 600 Schulen, die das Goethe-Institut betreut. Das Ziel von PASCH ganz allgemein ist bei jungen Menschen im Ausland, das Interesse an Deutschland, seiner Gesellschaft und der deutschen Sprache zu wecken. Und das Ziel ist es auch, Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte nachhaltig zu qualifizieren. Und ganz wichtig, und da spielt PASCHnet eben auch eine sehr wichtige Rolle, eine langfristige internationale Lerngemeinschaft zu bilden. Die PASCH-Initiative fördert den Austausch zwischen den PASCH-Schulen im Ausland, aber auch Schulen in Deutschland, die, und da kommt der Pädagogische Austauschdienst ins Spiel, die Schulpartnerschaften haben mit PASCH-Schulen im Ausland und im Rahmen von PASCH fördert der PAD auch solche Schulpartnerschaften. Die Website ist in drei Bereiche aufgeteilt. Es gibt einen allgemeinen Bereich, der ist blau kodiert. Der Schülerbereich ist orange-rot und der Lehrerbereich ist im allgemeinen Bereich kann man Informationen finden über die beteiligten Institutionen und ihre Aktivitäten. Dazu gehören aktuelle Meldungen aus der PASCH-Welt, ein Überblick über Projekte, die im Rahmen von PASCH laufen. Sie finden dort eine interaktive Weltkarte, auf der alle PASCH-Schulen verzeichnet sind. Und die Schulen, die in diesem Netzwerk sind, können sich auf PASCHnet auch in kurzen Porträts vorstellen. Im allgemeinen Bereich finden Sie auch eine virtuelle Schulpartnerbörse www.partnerschulnetz.de. Das zeige ich nachher noch ein bisschen genauer. Dort können Schulen im Ausland und in Deutschland sich auf Partnersuche begeben. Lehramtsstudierende finden auf PASCHnet auch Informationen zu Praktikamöglichkeiten an PASCH-Schulen im Ausland. Und seit ungefähr 2 Jahren können sich auch Alumni von PASCH-Schulen auf PASCHnet mit einem Porträt
vorstellen. Neben diesem allgemeinen Bereich gibt es einen speziellen Bereich mit Materialien für Schüler und Angeboten und einen Lehrerbereich. Und da möchte ich jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen. Was viele nicht wissen, ist, dass, weil das PASCH-Netzwerk ja eigentlich ein geschlossenes Netzwerk ist, zu dem eben diese rund 1800 PASCH-Schulen gehören, dass es neben den exklusiven Angeboten für die PASCH-Schulen auch frei zugängliche Angebote für DAF-Lehrkräfte weltweit gibt. Das heißt, PASCH-Net als Website ist zu 90% frei zugänglich für Lehrkräfte an allen Schulen in der Welt. Die exklusiven Angebote von PASCH.NET, die sind auch immer, das sehen Sie hier auf der Folie, die sind immer, nicht, vielleicht ist es ein bisschen klein, aber die sind immer mit so einem kleinen Schlosssymbol gekennzeichnet und das bedeutet eben, dass sie nur für PASCH-Schulen zugänglich sind. Das sind aber im Wesentlichen nur die beiden Communities. Es gibt auf PASCH.NET eine Schüler-Community und eine Lehrer-Community und die Moodle-basierte PASCH-Lernplattform. Alles andere ist, wie gesagt, frei. Sie finden auf PASCH.NET wirklich vielfältige und zahlreiche Materialien für den Deutsch als Fremdsprache. Unterricht, darunter landeskundliche Lesetexte ab Sprachniveau A1. Die sind sortiert nach thematischen Kategorien, Kultur und Trends, Literatur, Musik, Politik und Geschichte, Schule und Ausbildung, Sport, Stadt und Leben und Wissen und Umwelt. Diese Texte basieren sehr häufig auf Interviews mit deutschen Jugendlichen, sind also wirklich authentische Materialien. Wir beauftragen Autorinnen und Autoren, die dann diese Materialien für uns produzieren. Ganz wichtig, das sehen Sie auch hier, alle diese Texte sind mit dem entsprechenden Sprachniveau gekennzeichnet und monatlich kommt immer ein neuer Text. Das aktuelle Thema jetzt gerade im September auf PASCH.NET ist Schulkleidung weltweit und es geht um die Frage Schuluniform pro oder contra. PASCH-Schülerinnen und PASCH-Schüler können sich, das ist ein zusätzliches Angebot, eben exklusiv für die PASCH-Schulen, können sich zu diesen Themen in der Community, in Foren auch austauschen. Aber das ist neben den Texten bieten wir seit einiger Zeit verstärkt auch multimediale Angebote zu landeskundlichen Themen. Ich habe hier auf der Folie Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist eine Filmreihe, die wir im letzten Jahr produziert haben zum Thema Das mache ich nach der Schule. Da haben wir Jugendliche in Deutschland und auch einen PASCH-Alumnus aus Indonesien befragt, was sie nach der Schule vorhaben, was sie machen. Und daraus sind kleine Filme entstanden. Zu diesen Filmen gibt es auch Unterrichtsmaterialien zum Runterladen. Sie finden neben dem Filmangebot auch so, das ist das zweite Angebot hier auf der Folie, kleine Audio-Slideshows. Das sind zusammengeschnittene Fotos, die mit einer Tonspur unterlegt sind, wo ein Kölner Schüler sein Zimmer vorstellt. Auch hier sehen Sie immer gekennzeichnet mit dem entsprechenden Sprachniveau. Ein Beispiel aus dieser Reihe, das mache ich nach der Schule, würde ich Ihnen gern zeigen, sodass Sie einen Eindruck bekommen, wie diese Filme aussehen. Wir sehen hier Nicola. Nicola hat sich entschieden, das ist ein Junge aus München, der nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr in einem Krankenhaus.
Den Film würde ich jetzt gerne zeigen. Das ist Video 1. Mein Name ist Nikola, ich komme aus München und ich bin jetzt 19 Jahre alt und ich mache hier mein freiwilliges soziales Jahr im Krankenhaus Bogenhausen. Das freiwillige soziale Jahr ist für Mädchen und Jungen zwischen 18 und 24 Jahren gedacht, eben für diejenigen, die jetzt mit der Schule fertig sind und sich nun fragen, was sie weitermachen wollen. Gleich nach der Schule sich schnell zu entscheiden, wie dann das restliche Leben verlaufen soll, das finde ich ziemlich anstrengend und ziemlich schwer. Und so ein Jahr bietet dann schon die Möglichkeit, dass man sich nochmal Gedanken darüber machen kann und nochmal wirklich schauen kann, ob man das denn noch wirklich will, was man sich eingezeichnet hat. Mein eigentliches Ziel ist es, Medizin zu studieren. Es hat allerdings nicht geklappt. Deswegen möchte ich jetzt halt ein freiwilliges soziales Jahr machen, hier im Krankenhaus, um einfach noch mehr Erfahrung zu sammeln. Und um nochmal die Bestätigung zu kriegen, dass ich das denn wirklich will. Und nächstes Jahr bewerbe ich mich dann wieder um ein Medizinstudium. Hallo. Wie geht's Ihnen heute? Oh, so. Bringe ich Ihnen einmal das Essen? Ja, das sehe ich. Mir gefällt besonders gut der Umgang mit den Patienten. Das ist der Grund, weshalb ich es gemacht habe. Weil man einfach sieht, wenn der Patient kommt, wie schlecht es ihm geht. Und dann nach einer Zeit, wenn es ihm wieder besser geht, wie glücklich der einfach ist. Das macht einen auch selber glücklich und man strahlt einfach und hat das Lächeln. Die Patienten bemerken das auch und sagen ständig, dass wir hier alle wirklich tolle Arbeit leisten und immer so froh sind und dass sie dann dadurch auch selber motiviert werden, ja, noch mehr zu tun und noch mehr zu geben und so schnell wie möglich wieder gesund werden. Fürs Beste. Meine Hauptaufgaben im Krankenhaus sind einmal das Essen herrichten für die Patienten, denen Wasser bringen, Medikamente vorbereiten und die Patienten dann auch zu transportieren und dann das Bett zu machen. Auf die Stelle bin ich über das Paritätische gekommen. Das Paritätische ist eine Organisation, die eben das freiwillige soziale Jahr anbietet. Das heißt, es wird eigentlich alles über diese Organisation gemacht. Und sie haben mich dann weitergeleitet an das Krankenhaus hier, weil hier noch eine Stelle frei war. Ja, das war ein Beispiel für so einen Film aus der Reihe Das mache ich nach der Schule. Zu all diesen multimedialen Inhalten bieten wir immer auch Transkripte auf der Website, Arbeitsblätter mit Lösungen gibt es auch, alles zum Herunterladen. Im Schülerbereich bietet die Website auch eine ganze Reihe von Mitmachaktivitäten für Deutschlernende zum Deutschüben. Die sind zum Teil in der geschlossenen Community, also dann exklusiv für PaschülerInnen und PaschüLer, aber auch, und wir versuchen auch vermehrt solche freien Angebote, offenen Angebote anzubieten. Die sind zum Teil eben auch wirklich frei zugänglich für alle. Drei Beispiele habe ich Ihnen mitgebracht. Das sind kleine interaktive Angebote. Sie sind als Mini-Blogs in die Website integriert. Das eine Angebot heißt Mein Lieblingssong. Es geht einfach bei allen darum, mit kleinen, einfachen Aufgabenstellungen zu motivieren, sich mit einem kleinen eigenen Post auf PaschNet zu äußern, Sprache anzuwenden.
Das funktioniert ganz einfach, das sehen Sie hier. Man muss nur seinen Namen eintragen und dann eben einen kleinen Eintrag tippen und posten und sieht dann eben auch, was man geschrieben hat und bekommt Antworten auch vielleicht von anderen Deutschlernern weltweit. Das sind ganz einfache Aufgabenstellungen. Bei meinem Lieblingssong ist es, wir würden gern wissen, welche Musik du gern magst oder und ob du eher nationale oder internationale Musik hörst. Wie heißt dein Lieblingssong? Welche Band singt ihn? Wir haben eine kleine Aktivität, da geht es um Lieblingsprodukte aus Deutschland. Da möchten wir einfach wissen, welches Lieblingsprodukt die Schülerinnen und Schüler haben. Und eine kleine interaktive Mitmachaktion, mein schönstes deutsches Wort. Das läuft jetzt schon seit 1 oder 2 Jahren und wir machen mit diesen Angeboten sehr gute Erfahrungen. Die interaktiven Angebote werden sehr gern genutzt. Das ist niedrigschwellig. Man muss nicht sich anmelden. Man kann dort einfach schnell etwas posten. Und was uns einfach wichtig ist, weil wir ja damit quasi nutzergenerierte Inhalte auf der Website bekommen, dass wir diese dann oft auch wieder redaktionell aufbereiten. So soll beispielsweise aus den Lieblingssongs soll eine Pasch-Spotify-Liste entstehen mit den Lieblingssongs der Schülerinnen und Schüler weltweit. Und die deutschen Lieblingsprodukte, die unserer Schülerinnen und Schüler, stellen wir im Oktober auf der Website. Ich komme jetzt zu einem weiteren Angebot, das im Prinzip eigentlich von Schülerinnen und Schülern, Deutschlernenden weltweit produziert und gemacht wird. Das ist die Online-Schülerzeitung Pasch Global. Auf Pasch Global berichten Pasch-Schülerinnen und Schüler aus ganz verschiedenen Ländern, was sie bewegt. Das sind Fragen wie, wie feiert man in Japan den Tag der Volljährigkeit? Was möchten Schülerinnen und Schüler im Senegal an ihrer Schule verändern? Wie verkleidet man sich beim Karneval in Kolumbien? Und die Schülerinnen und Schüler bloggen auf Pasch Global Artikel, Audios, Videos, die sie entweder im Deutschunterricht oder in Arbeitsgemeinschaften oder auch in Schülerzeitungsworkshops produzieren. Die thematischen Rubriken, das sehen Sie ja auch auf der Folie, sind Sprache, Lernen, Leben, Kultur, Politik und Umwelt. Es gibt inzwischen Schülerzeitungsredaktionen in über 40 Ländern. Und überall, wo Sie auf dieser Weltkarte hier, die man sieht, auf dieser Pasch Global Startseite, überall, wo Sie kleine Logos sehen, sitzt eine oder arbeitet eine Schülerzeitungsredaktion. Auch in den USA, die Redaktion Wortspiel, so heißt die Online-Schülerzeitung von Schülerinnen und Schülern, die sitzen an der Deutschen Sprachschule in Washington. Und ein Beispiel aus dieser Schülerzeitung habe ich Ihnen hier auch mitgebracht. Wortspiel hat sich in diesem Jahr in einem Artikel mit der Flüchtlingskrise beschäftigt. Das Schöne an Pasch Global ist, dass es ist ein Blog, der in PaschNet integriert ist. Und als Blog bietet Pasch Global die Möglichkeit, Beiträge zu kommentieren. Sie sehen hier auch auf der Folie die Kommentare. Das heißt also, Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt, die die Texte lesen, haben die Möglichkeit, die Artikel der Schülerinnen und Schüler zu kommentieren. Man kann sie ausdrucken und diese Texte und Materialien auf Pasch Global können natürlich auch sehr gut für den Unterricht genutzt werden und alle Schülerinnen und Schüler sind herzlich willkommen, die Beiträge zu kommentieren.
Wenn Sie sich für das Thema Online-Schülerzeitung im Deutschunterricht interessieren, finden Sie auf PASCHNET auch ein von uns entwickeltes Handbuch mit Arbeitsblättern zum Herunterladen. Das finden Sie auf der Website. Ein weiteres Angebot oder ein weiteres Projekt eigentlich, das auch Material für den Deutschunterricht bietet, aber auch wiederum aus so einem vernetzenden Austauschprojekt entstanden ist, ist der Blog mode@pasch. In diesem Blog haben sich Deutschlernende aus fast 20 Ländern, darunter waren Afghanistan, Iran, Pakistan, Kroatien, Russland, Kasachstan, Kenia. Die Schülerinnen und Schüler haben sich mit verschiedenen Aspekten des Themas Mode beschäftigt. Das waren Themen wie Schulkleidung, Straßenmode, traditionelle Kleidung, Recyclingmode, Lieblingsteile. Im Prinzip hat das so funktioniert, dass die Schülerinnen und Schüler sich auf der Grundlage eines Redaktions Plans, jeweils 2 Wochen lang mit einem Thema beschäftigt haben. Sie haben Fotos selbst gemacht, Texte dazu geschrieben. Sie sehen hier das, ne, das Thema Hochzeiten in Pakistan. Das sind alles selbstgemachte Fotos und die Texte haben die Schülerinnen und Schüler auch geschrieben. Zusätzlicher Anreiz war dann im Rahmen dieses Projekts ein kleiner Wettbewerb mit Preisen zum Thema Recycling. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen haben nicht nur fotografiert und geschrieben, sondern sie haben sich auch in kleinen Workshops damit beschäftigt, aus alten Kleidungsstücken oder Gegenständen neue Kleidungsstücke und Alltagsgegenstände zu kreieren. Und eine Jury hat dann die schönsten Produkte gekürt. Dabei beim Thema Mode die visuellen Aspekte im Vordergrund stehen, konnten auch, das war sehr schön, Schülerinnen und Schüler auf relativ niedrigem Sprachniveau teilnehmen. Die haben dann eben eher viele Fotos gemacht und weniger Text geschrieben, also teilweise dann auch nur 1 bis 2 Sätze pro Foto. Nichtsdestotrotz ist, also wenn Sie mal reinschauen wollen auf der Website, in den Blog, ist wirklich ein wunderschöner Einblick in Mode in verschiedenen Ländern in aller Welt und die Perspektive der Schülerinnen und Schüler darauf entstanden. Wir haben jetzt 2 Runden hatten wir bei diesem Projekt und im Herbst startet jetzt eine neue 3. Runde mit wiederum 9 Ländern. Und wir denken, dass auch diese Fotos und Texte sich wirklich ganz gut im DAF-Unterricht einsetzen lassen. Ein anderes kleines Angebot, was ich Ihnen auch kurz vorstellen möchte, sind interaktive Spiele, die wir auf der Website eingebunden haben. Die stammen zum Teil aus Angeboten des Goethe-Instituts. Vielleicht kennen Sie die ersten beiden. Die stammen von der Website zur Ausstellung Umdenken, einer Ausstellung, die sich mit dem Thema Umwelt beschäftigt und derzeit auf Welttournee ist. Da gibt es man kann da seinen Ökotyp testen, hat ein Umwelt um die Welt-Quiz, wo es geht, Fragen zum Thema Umwelt zu beantworten. Und es gibt dort einen CO2-Rechner, wo man persönlich seinen CO2-Ausstoß ermitteln kann. Es gibt aber auch etwas zum Thema Europäische Union. Das ist ein Angebot, was wir entwickelt haben. Das sind einfach kleine Angebote, die interaktiv sind und die Schülerinnen und Schüler gut auch selbstständig ein Serviceangebot für Lehrkräfte, das habe ich vorhin schon angesprochen, ist, dass wir im Lehrerbereich Unterrichtsmaterialien zum Herunterladen anbieten. Das sind Materialien, das sind die erwähnten landeskundlichen Texte, Videos oder Audios. Und da finden Sie im Lehrerbereich, das sieht man hier auch ganz schön,
bei dem Angebot Stadt und Leben auf dem Markt unser Wocheneinkauf, Sprachniveau A1. Da gibt es das Transkript zum Film, Arbeitsblätter zum Film und Lösungen. Bei etwas komplexeren Materialien gibt es dann auch immer Unterrichtsvorschläge zu den Arbeitsblättern. Alle Materialien sind mit dem entsprechenden Sprachniveau gekennzeichnet. Konzipiert und erstellt werden diese Materialien nicht von der Redaktion, sondern von einem Netzwerk von erfahrenen Lehrkräften und DAF-Expertinnen und Experten, die wir beauftragen, damit sie für uns Materialien hier würde ich Ihnen ganz gern noch ein kleines Beispiel zeigen. Das ist eine sogenannte Audio-Slideshow. Das heißt also, das sind zusammengeschnittene Fotos, die mit einer Tonspur unterlegt sind. Und hier geht es um das Thema Wocheneinkauf. Hallo, mein Name ist Celine. Ich wohne in Köln und bin 14 Jahre alt. Hallo, ich bin Lara, ich bin 17 Jahre alt und wohne in Köln. Heute gehen wir auf den Markt einkaufen. Und auf dem Markt kaufen wir gerne frisches Obst und frisches Gemüse ein. Celine, was kaufen wir denn am Gemüsestand? Ich wäre für einen Kürbis, da bald Halloween ist. Ich mag Salat sehr gerne, daraus machen wir dann einen gemischten Salat mit Tomaten, Paprika, Gurken, Rucola. Am Gemüsestand bekommen wir auch meistens Gemüsereste für unsere Kaninchen. Am Gemüsestand gibt es heute auch Blumen namens Cosmea. Die mag unsere Mama sehr gerne, deshalb haben wir die auch gekauft. Wir essen nicht sehr viel Käse, aber Camembert mag ich sehr gerne. Deshalb kaufen wir einen halben Camembert. Am Fleischstand ist ja echt viel los. Obwohl wir nicht so gerne Fleisch essen, mögen wir alle Wiener Würstchen sehr gerne. Der Hund bekommt eine Fleischwurst, die man immer geschenkt bekommt. Jetzt gehen wir nach Hause und kochen. Zum Glück trägt unser Vater die Tüten. Ja, das war der Film zum Thema auf dem Markt, unser Wocheneinkauf. Was Sie auf Paschnet auch finden, ist eine ganze thematische Rubrik, die sich dem Thema Studieren in Deutschland widmet. Dort finden Sie Tipps und Erfahrungsberichte von ausländischen Studierenden in Deutschland. Hier auf der rechten Seite diese Serie Lernen an der Uni. Da haben wir EAD-Stipendiatinnen und Stipendiaten gebeten, verschiedene Veranstaltungsformate an deutschen Universitäten für die Schülerinnen und Schüler zu beschreiben, zu sagen, was ist typisch, worauf sollte man achten. Zu einigen dieser Materialien bieten wir auch wieder Unterrichtsmaterialien an. Auf der linken Seite sehen Sie eine Filmreihe, die seit kurzem auf Paschnet zu finden ist. Das ist ein Angebot von www.studyin.de. Das ist die Website des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Diese Filmreihe heißt Dein Studium in Deutschland in 10 Schritten. Das sind 10 kurze Filme, in denen eine brasilianische Studierende und ein Studierender aus Deutschland erklären, welche Schritte notwendig sind, um ein Studium in Deutschland beginnen zu können. Und zu dieser Filmreihe haben wir ein Paket von Unterrichtsmaterialien entwickelt, sodass man mit den Filmen arbeiten kann. Wie schon erwähnt, stehen die Angebote in den geschlossenen Bereichen der Website, in den Communities oder auf der Lernplattform nur den Paschulen und ihren Partnerschulen in Deutschland zur Verfügung. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Angeboten, wo wir ganz dezidiert den Austausch zwischen Paschulen und anderen Schulen fördern möchten. Das heißt also, da können andere Schulen Paschnet oder Projekte auf Paschnet nutzen, weil dort eben auch Paschulen aktiv sind. Ein Beispiel habe ich hier mitgebracht. Also es ist ein Angebot, das eben auch
Schulen, die keine Paarschulen sind, nutzen können. Das ist Odyssee. Das ist eigentlich ein Projekt, was es schon sehr, sehr lange gibt. Wir haben dafür dann eine Blog-Variante entwickelt. Man kann es aber auch immer noch in einer E-Mail-Variante spielen. Das ist ein interkulturelles Spiel. Die Idee ist ganz einfach. 3 bis 4 Klassen spielen über einen Zeitraum von 5 Wochen zusammen. Ziel ist es, herauszufinden, wo die anderen herkommen. Für die Lehrkräfte gibt es da Wochenpläne und Handreichungen zu diesem Spiel, also mit auch ganz konkreten Aufgaben für die einzelnen Wochen. Und die Schülerinnen und Schüler schreiben dann eben Texte, in denen sie ihre Orte so beschreiben, dass es nicht so ganz einfach ist, am Anfang für die anderen herauszufinden, wo die andere Klasse herkommt. Anmelden kann man sich für Odyssee über ein Online-Formular auf Paschnet. Das ist eben auch so ein kleines Mitmachprojekt, was dazu dienen soll, Klassen auf der ganzen Welt, Deutschlernende miteinander in Kontakt zu bringen. Lehrkräfte, vielleicht sind bei Ihnen auch Kollegen und Ihnen auch Kolleginnen und Kollegen, die an ZFA-betreuten Schulen unterrichten. Auf Paschnet bieten wir in der Rubrik Sternchenthemen ganz gezielt Materialien an, die dazu dienen, auf das deutsche Sprachdiplom vorzubereiten. Diese Texte sind gesondert gekennzeichnet. Das sind eben Texte, die sowohl in sprachlicher als auch thematischer Hinsicht für Lerngruppen besonders zu empfehlen sind, die das DSD2 machen wollen. Texte unterhalb von B2 haben diese grauen Sternchen, die Texte auf B2 C1 Niveau haben Sternchen. Seit letzter Woche finden Sie auf Paschnet sind auch Texte gesondert gekennzeichnet, die zur Vorbereitung auf das Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch dienen. Die haben jetzt so ein kleines lila Textsymbol und Sie können dann auch auf Paschnet ganz einfach sehen, welche von den Texten, die wir anbieten, gezielt oder gesondert geeignet sind, um auf diese zu kommen. Ich habe schon ganz am Anfang erwähnt, dass man auf Paschnet auch den Link auf die Website www.partnerschulnetz.de findet. Sollten Sie auf der Suche sein nach einer Partnerschule in Deutschland oder weltweit, können Sie über Paschnet auf diese Website zugreifen. www.partnerschulnetz.de ist ein Angebot des Pädagogischen Austauschdienstes der Kultusministerkonferenz. Sie können sich, Sie sehen hier, das ist die Startseite von partnerschulnetz.de. Sie können sich dort registrieren und können dann dort eine Suchanzeige aufgeben oder eben Suchanzeigen anderer Schulen lesen. Ja, damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier Ihnen Paschnet vorstellen durfte. Und sollten Sie Fragen haben, beantworte ich jetzt gern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.